In Nürnberg ist das Fahrrad in der Regel das schnellste Verkehrsmittel. Dies ist das Fazit der Grünen zur Stadt Nürnberg. Wir wollen testen, ob das stimmt. Wer ist schneller in Nürnberg? Auto, Fahrrad oder die Öffentlichen? Das Rennen beginnt an der Technischen Hochschule und endet in Gostenhof im Rosenaupark. Es treten an. Hallo, mein Name ist Pia und ich bin die Autofahrerin. Normalerweise bin ich wenig mit dem Auto unterwegs, eher mit den Öffentlichen und mit dem Fahrrad. Hallo, ich bin die Frenzi, ich bin die Radfahrerin und ich fahre in Nürnberg alles mit dem Fahrrad. Ich bin die Mina, ich fahre Öffentliche und ich fahre jeden Tag mit dem Nahverkehr zur Hochschule. Dr. Harald Kipke, Experte für Verkehrs- und Stadtplanung, schildert seine Meinung zur Nürnberger Verkehrssituation. Ich weiß zwar, dass Nürnberg da einen Preis dafür bekommen hat, aber ich bin selbst regelmäßiger Radfahrer und ich würde jetzt das Radverkehrsnetz in Nürnberg nicht als optimal bezeichnen. Probleme in der Stadt gibt es hauptsächlich durch die unterschiedliche Flächennutzung und dort vor allem den Kraftfahrzeugverkehr, der eben sehr große Flächen beansprucht und dadurch anderen Verkehrsteilnehmern die Flächen nimmt, und das ist halt in der Stadt generell ein Problem. Innerhalb des Rings ist das Fahrrad auf jeden Fall dem Kraftfahrzeug absolut konkurrenzfähiges Verkehrsmittel, was die Geschwindigkeit angeht. Man muss natürlich dann auch immer sagen, wie ist es mit der Einhaltung der Verkehrsvorschriften. Wenn es am Zielort keinen garantierten Parkplatz gibt, glaube ich, dass der Radfahrer am schnellsten sein wird und der ÖV-Nutzer am langsamsten. Wobei das im öffentlichen Verkehr natürlich immer davon abhängt, welches Glück man gerade hat, welche U-Bahn zu erwischen, wobei die hier relativ häufig fährt. Unser Experiment beginnt. Die Strecke zwischen der TH Nürnberg und dem Rosenaupark beträgt 3,9 Kilometer. Ja, da kann man jetzt nur so rumfahren. Super. Jawohl. Jetzt muss ich nämlich wenden. Und es geht von meiner Zeit ab. Während Pia noch in die entgegengesetzte Richtung fahren muss, hat Mina schon die U-Bahn-Haltestelle erreicht. Ich bin gerade beim Hauptbahnhof, jetzt muss ich nur noch zu Clara. Okay, zwei Haltestellen. Franziska fährt mit dem Fahrrad ohne Umwege los. Nürnberg trägt seit diesem Jahr den Titel Fahrradfreundliche Kommune. Etwa 12% der Nürnberger Verkehrsteilnehmer sind Fahrradfahrer. Zum Fahrradfahren stehen den Nutzer knapp 300 Kilometer Radwegnetz zur Verfügung. Wer eine halbe Stunde langsam mit dem Fahrrad fährt, verbraucht die Kalorien einer halben Tafel Schokolade. Pia fährt mittlerweile in die richtige Richtung und hat sogar eine grüne Welle. Sie kann Zeit gut machen. Sie überholt sogar Franziska auf ihrem Fahrrad. Im Schnitt fahren 322.000 Menschen pro Tag mit der Nürnberger U-Bahn. Ich gehe mal da lang. Mein Internet funktioniert nicht. Nein, verdammt. Nein. So schaffe ich das nie. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, geradeaus. Ach, verdammt, Baustelle. Hat mir ja gerade noch gefehlt. Nach der gemeisterten Baustelle und einer Ampelüberquerung hat Franziska den Rosenaupark als erste erreicht. Jawohl! Pia muss noch ein Problem lösen. Wie finde ich einen Parkplatz? Oh, wie geil, da ist gleich einer. Geil, 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 hoffentlich bin ich richtig dran. Mina konnte unbemerkt an Pia vorbeirennen, während diese einparkt. Hallo! Hey! Pia macht in unserem Test den dritten Platz. Bei einer Kurzstrecke unter 5 Kilometern sind Fahrradfahrer in der Regel schneller am Ziel als Autofahrer. Bei Autofahrern kommt es immer auf die Uhrzeit, den Verkehr und die Parkplatzsuche an.
Deshalb kann man die Ergebnisse unseres Tests nicht auf alle Wege anwenden.